Kalka am Niederrhein. Hier weiß man, was es heißt, einen schlechten Ruf zu haben. Kalka, das stand in den 80er Jahren vor allem für den Streit um das Atomkraftwerk Schnellerbrüter. Lange vorbei. Das Kraftwerk ging nie ans Netz. Die Atomruine ist mittlerweile Freizeitpark und Hotel. Und hier findet am Wochenende der AfD-Bundesparteitag statt. Der Schnellerbrüter, heute schon wieder heiß umstritten. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen! Es ist tatsächlich unserer Meinung nach völlig unverantwortlich, dass über 600 Delegierte sich in einem Raum zusammenfinden, in dem nicht mal mehr als 5 Leute zusammen auf der Straße sich treffen dürfen. Und wir finden es komplett unverantwortlich, dass die AfD unter diesen Voraussetzungen nicht wie normale demokratische Parteien ihren Parteitag absagt. Das ist durchaus Mehrheitsmeinung in der historischen Kleinstadt. Am Rathausplatz reihen sich Cafés und Restaurants, alle geschlossen. Corona. Auch das von Familie Meier. Seit 25 Jahren kochen der Wiener Küchenchef und seine bayerische Frau hier für ihre Kunden. Jetzt dürfen die nur noch zu Hause essen. Der AfD-Parteitag in der Stadt, für Meiers ein Reizthema. Das geht im Moment gar nicht. Eine Veranstaltung mit 600 Personen, die müssen auch verköstigt werden etc. Die dürfen auf einmal tagen, plus alles, was außenrum ist. Und wir, die wir keine 600, sondern 30 Personen hier drinnen haben, wir müssen schließen. Also ich persönlich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Nun ist ein Parteitag kein Restaurantbesuch. Seit Tagen ist Kalka wegen der AfD in den Schlagzeilen. Vor allem seitdem die Partei vergeblich gegen die von der Stadt angeordnete Maskenpflicht geklagt hat. Bürgermeisterin Britta Schulz hat ein Hygienekonzept erlassen, das sowohl das Coronavirus als auch die AfD in ihre Schranken weisen soll. Wir stehen jetzt ein Stück weit da, wie AfD-affine Leute, die auch noch sich über Corona-Verordnungen hinwegsetzen. Und das ist definitiv falsch. Ja? Und da ist es mir schon ein großes Anliegen, das ein Stück weit gerade zu rücken. Und die AfD? Sie lässt vor dem Parteitag keine Kameras aufs Gelände und beteuert sich voll und ganz an die Auflagen halten zu wollen. Also der Präsenzparteitag ist für uns ganz, ganz wichtig, um auch miteinander tatsächlich kommunizieren zu können. Und insofern sind wir froh, dass wir die Auflagen des Gesundheitsministeriums NRW und der Gemeinde Kalka einhalten können. Das Wochenende in Kalka könnte unruhig werden. Und für viele hier bleibt das ungute Gefühl, wieder einen schlechten Ruf zu bekommen.